Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Folge von Minecraft Pixelmon und... Oh! Oh, mein Schädel tut weh. Boah, was war das denn? Warum ist Team Rocket da gewesen? Was tun die hier? Was wollen die hier von uns? Oh, wir haben hier einen Brief. Team Rocket übernimmt die Stadt. Bitte was? Das ist eine Warnung. Wenn du uns in die Quere kommst, dann bist du tot. Was? An Yenix. Okay. Alles klar. Was passiert hier? Wir werden uns erst einmal unsere Pokémon heilen. Ich muss erstmal da drauf eintrinken. Wir gehen jetzt erstmal hier in die, in ein Gasthaus. Und werden uns da erstmal was trinken. Okay, hier ist auch schon mal Team Rocket. Aber wir holen erstmal was zu trinken. Hallo, Vidi. Ich hätte gern ein Wasser. Okay. Das langt erstmal. Warum bist du hier? Was machst du denn? Du wirst unser Versteck niemals finden. Ihr habt ein Versteck? Okay. Kannst du mir da noch was erzählen? Okay, es geht mich nichts an. Warum? Okay. Team Rocket. Wir wollen über die Erde regieren und unseren eigenen Staat kreieren. Liebe und Wahrheit verurteilen wir. Mehr und mehr Macht, das wollen wir. Okay, Jesse und James, Team Rocket, so schnell wie das Licht, gebt lieber auf und bekämpft uns nicht. Miauz, genau. Okay. Mauzi von Team Rocket. Noch irgendwas? Das hast du schon gesagt. Ich soll weggehen. Ich bin schon wieder ganz nass. Mauzi, hol mir ein Handtuch. Warum seid ihr nass? Okay. Es liegt unter der Stadt. Was? Ihr habt ein Geheimlabor unter der Stadt? Doch, ich werde es finden. Ich werde es auf jeden Fall finden. Wir gehen erstmal auf Toilette. Ja. Aber was hat es damit mit der Stadt zu tun? Was hat mit der Stadt wirklich zu tun? Naja, wir werden mal gucken. Wir werden auf jeden Fall mal gucken. Vielleicht sagt er uns doch noch was. Wir werden erstmal hier auf Toilette gehen. So. Erstmal hinsetzen. Ich frage mich, warum die mich besucht haben und mir auf den Kopf geschlagen haben. Mir tut mein Kopf immer noch weh. Warum will jetzt Team Rocket die Stadt jetzt übernehmen? Was ist denn so wertvoll, dass die... Was ist der Grund dafür, dass die in unsere Stadt gekommen ist? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Oh, das Wasser ist aus. Das ist aber merkwürdig. Jetzt kann ich meine Hände nicht waschen. Naja, wenigstens abtrocknen. So. Okay. So, Team Rocket, was macht ihr jetzt hier? Du brauchst mich nicht zu ignorieren. Was? Warum liegt der Geheimgang im Westen? Ja, weiß ich nicht. Okay, es geht mich nichts an. Okay, wir wissen schon mal, dass die hier im Westen sind. Also hier schon mal Süden, Osten ist in der Richtung. Und hier ist Norden. Okay, wir sollen... Wir müssen in den Westen. Irgendwo ist das versteckt im Westen. Okay. Hier endet der Weg. Also gehen wir mal hier hoch. So. Ich gehe mal hier runter. Oh, hier ist noch einer. Oder eine, besser gesagt. Okay, was hast du denn uns zu sagen? Ich hoffe, ich habe die Tür zugemacht. Welche Tür? Vom Geheimgang vielleicht?
Ich bin wieder ganz nass. Ich glaube, ich hole mir erstmal ein Handtuch. Warum bist du nass? Warum seid ihr nass? Hat das vielleicht hier mit dem See auf sich irgendwie? Gibt es hier vielleicht irgendwo einen Geheimgang? Ich schaue jetzt nach. Also hier ist schon mal nichts. Nichts zu sehen. Okay. Wir schwimmen mal hier rein. Ist hier gleich der Geheimgang? Nee, sieht nicht so aus. Vielleicht weiter unten. Der kleine Teich geht hier ein bisschen weiter. Oh, da ist ein Kaprador. Schwimm lieber. Schwimm wieder ins Wasser. Okay. Da ist aber auch nichts. Vielleicht unter der Brücke vielleicht. Nein, da ist auch nichts. Aber hier geht's ein bisschen rein. Die Kaprators sollen uns den Weg versperren. Wir kommen hier nicht durch. Heißt das, wir müssen die Kaprators erstmal bekämpfen? Okay, machen wir das mal. Okay, Mio, du bist dran. Mach Psychokinese. Jawohl, das war ja kein. Ist ja mal ein Fisch. Okay. So, der nächste. Wir müssen hier alle Kaprators besiegen. Sehr gut, Mio. Und natürlich auch da. Okay, der Weg ist frei. Okay, hoch. Puh. Hier ist ein Stein, okay. Hier ist tatsächlich eine Tür. Das ist wirklich eine Tür. Wir machen die Tür mal zu. So, jetzt kann uns keiner mehr hier rein verfolgen. Was ist das? Team Rocket Geheimlabor. Okay. Wir sollten hier runtergehen. Oh, jetzt. Hallo? Ist hier jemand? Wir machen die Tür mal auf. Ich habe echt Angst. Da ist ein Raum. Das ist aber. Wir gehen einfach mal weiter. Was ist hier los? Pikachu ist hier vorne. Warum? Wir müssen uns ein bisschen verstecken. Nicht, dass sie uns hier sehen. Es sieht ziemlich. Das arme Pikachu. Die haben bestimmt geheime Experimente hier damit gemacht. Hier ist Skapell. Spritze. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, wir gehen weiter. Oh. Hallo? Ich war nie hier. Ach du Scheiße. Okay. Dann, Mew, du bist dran. Psychokinese. Okay, den haben wir besiegt. Okay, dann Zubat. Dann machen wir wieder Psychokinese. Team Rocket, wir werden euch alle besiegen. So. Und der nächste, Psychokinese. Los geht's. Wow. Wow. Oh nein, wir müssen die Basis verlassen. Ach du Scheiße. Jetzt ist sie weg. Die sind jetzt weg. Wir haben es geschafft. Wir haben es echt geschafft. Ich will aber Pikachu retten. Ich kann, glaube ich, nicht retten. Die Tür geht hier nicht auf. Okay, wir gehen wieder hoch. Tür wieder aufmachen. Gott sei Dank ist uns niemand hier verfolgt. Okay. Ja, das war's
mit dem Projekt. Wir hatten 4 Monate das Projekt am Laufen gehabt. Und das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass es sehr gut bei euch angekommen ist. Aber keine Angst, die, wo sich jetzt noch auf dem Server noch eingetragen haben, der Server bleibt so lange, wie ihr natürlich drauf spielen möchtet. Und ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gehabt. Und ich hoffe, ihr auch. Und deswegen wollte ich mit so einer kleinen Story jetzt beenden und alles. Ich wünsche euch ein frohes Neues. Rutscht schön ins neue Jahr 2017. Da werden wir auf jeden Fall wieder schön neue Projekte wieder am Start haben. Und übrigens kommt morgen auch die erste Folge vom neuen Projekt. Macht's gut und wir sehen uns in 2017 wieder. Ciao!